Willkommen zu Part 4 meines Let's Plays von Super Martino Adventure. Im letzten Part haben wir die Wüste abgeschlossen und jetzt geht es in Welt 3, die Eiswelt. Ich bin sehr gespannt, wie die aussieht und... Ja, auch grafisch wieder mal ziemlich geil. Was ist das für... Okay. Ach, das sieht... Da sieht man, wie er durch den Schnee latscht. Ah, okay. Cool. Wir schauen uns noch ein bisschen um. Die Soundeffekte wirken ein bisschen komisch. Wie ich schon sagte. Warte. Treffen wir jetzt mit Eisbällen? Ja, moin. Okay. Das ist nicht schlecht. So, wir lernen aus unseren Fehlern. Da kommt immer eine nächste Plattform. Die geht nicht immer wieder nach oben oder nach unten. So, Vorsicht. Schneemänner, yay! Ja, wir haben jetzt ein paar den Boss besiegt. Das war allerdings gar nicht so einfach. Und ja. Bisher finde ich die Eiswelt ganz okay vom Schwierigkeitsgrad. Also nicht schwer, nicht leicht. Es ist so ein Mittelweg. Ich bin jetzt schon bei Level 21. Ja, die Eiswelt sagt mir insgesamt schon sehr zu. Nur ein bisschen komisch finde ich, dass da so viele weiße Effekte kommen. Ich meine... Das sieht schon ein bisschen ziemlich komisch aus. Aber ja, den ersten Level haben wir geschafft von der Eiswelt. Und wir machen weiter mit den nächsten. Gut, dann machen wir den nächsten Level. Und zwar Level 22. No! Ja, das war schon mal ein bisschen dumm. Die Kreissäge zu überspringen war gar nicht mehr so einfach. Oh. Ich sehe schon, es wird... Wow, es wird richtig schwer. Okay, der erste Level war noch ein ziemlich leichter Einstieg. Jetzt geht schon mehr ab. Doch. Also das ist heftig. Da komme ich nicht hoch, Mist. Dann nehmen wir halt einen Umweg. Dann nehmen wir halt den Umweg. Junge, Vorsicht. Ja, das war jetzt... War jetzt so schlau. Aber... Oh. Was haben wir denn da gefunden? Komm, spring da hoch. Ach, komm, und dann killen wir halt den Gegner da. No! Der hat mich nicht ernsthaft noch erwischt. Darf nicht wahr sein. Junge, wie kommt man denn da hoch? Jetzt mal ernsthaft. Ach, komm, Mann. Da kommt man ja gar nicht hoch. Ach, ich geb's auf. Schade, dass wir nicht alle Sterne haben, aber was soll's. Wir machen keinen 100% Run. Und haben auch diesen Level abgeschlossen. Laden Sie diese kostenlos. Weiter geht's. Level 23. Er kann ziemlich hoch springen. Huiuiui. Gar nicht von dir erwartet, Martino. So, wir gehen mal da hoch. Junge, warum kann der nicht so hoch springen? Ah, Mann. Mit Anlauf geht's, okay. Keine Ahnung, wie es vorhin nicht ging. Ja, egal. Oh. Ein paar ungebetene Gäste hier. Junge, Vorsicht. Ganz genau so geht's. Dum-dum. Guck mal, den Vogel mal erwischen. Den Vogel erwischen! Ja, was soll's. Okay. Bitte gib mir einen Pilz. Oder so einen Zaubertrank halt. Wow!
Ach, eine dieser Münzen sind schon 5 Münzen wert. Das schaut 3525. 3530. Ja, eine 5er Münze ist das. 5 Euro Münze, geil. Wäre ich dafür, wenn es eine 5 Euro Münze gäbe, oder? Wäre geil. So. Okay. Auch den Level haben wir geschafft. Okay, Moment, dann... Ja. Ach, das gibt's so. Auch nicht mein Spiel. Dim, dim, dim. Na, come on. Ja, ich darf jetzt nicht mehr weiterspielen, schade. Ja, wir machen gleich weiter, Moment. So, jetzt. Level 24. Die Eiswelt erinnert mich voll an Crash Bandicoot on Crash Bandicoot It's About Time irgendwie. Da finde ich die Eiswelt auch mega geil. Muss ich einfach mal so sagen. Die fand ich da so richtig cool. Wow, Vorsicht. Wow, wow, wow. Hier ist eine Ranke. Fall nicht runter. Warum sind da immer noch diese weißen Effekte? Ich meine, wir sind doch jetzt nicht mehr im Schneegebiet. Irgendwie ist das komisch programmiert. Der Luft kann es kein Schnee regnen. Ja, was soll's. Ich verstehe es gerade gar nicht. Wie gerade solche Effekte kommen. Geht mein Handy gerade kaputt oder was? Komisch. Regenbogenstern! Gib her! So. Da hochzukommen ist auch nicht einfach, aber... Ja, come on. Warte, ich habe eine andere Idee. Wir probieren das von hier aus. Mit Anlauf! Dann halt nicht. Ignorieren wir halt auch den Stern. Mir auch egal. So. Weiter ins Ziel. So, den werden wir wenigstens noch bekommen. Junge, Junge, Junge. Gerade bei mir. Komisch. Ja, dieses Spiel hat so ein paar Grafikbugs. Ja, definitiv, das ist ja ziemlich komisch, wie das gerade. Oh Gott, Lucky Two. Spiel hat schon ein paar Grafikbugs, das muss man sagen. Also nicht Lucky Two, das ist ein Osterhase in der Wolke, der Stachelkugeln wirft. In Rot, die aussehen wie Stachels. Digga, warum ist das hier so. Grafisch ist hier irgendwie alles so komische Pixel. Seht ihr das nicht? Seht ihr das? Also ich sehe es eindeutig. Junge! Ich werde das gleich nochmal in die Wüstenwelt zurückgehen und schauen, ob es da auch so schlimm war. Da war es doch nicht so, oder? Soll ich überhaupt diesen Typen besiegen da oben? Oh, wir haben es geschafft. Digga, 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 Bo. So, weiter geht's. Ich will das jetzt gleich mal überprüfen, wie das da war. Ja, diese Grafikbugs fallen mir jetzt richtig auf. Diese schwarzen Kästchen immer wieder und die weißen Kästchen. Ich dachte, das sollte Schnee sein, aber warte mal, wir gehen jetzt mal in die Wüste zurück und schauen, ob es da auch so ist. Weil das stimmt doch was nicht, oder? Seht ihr das? Ganz komisch. Ich check's nicht ganz, warum das so ist. Also ab jetzt hat das Spiel irgendwie komische Grafikbugs. Check ich nicht ganz. Wir machen jetzt noch ein Level und dann höre ich auf, weil
Das ist ja ziemlich komisch, warum das jetzt gerade so rumspinnt. Was ist mit dem Spiel passiert? Ah ja, Feuerbarriere. Digga, was ist da los? Ich hoffe, man sieht es auch in der Aufnahme, sonst denkt er, ich bin verrückt geworden. Und bild mir hier was ein, aber nein, es ist einfach nur noch schrecklich. Ich dachte, das sollte Schnee darstellen, aber das ist ja... Junge! Spätestens als man diese schwarzen Kästchen gesehen hat und dann im Himmel auch noch diese weißen Texturen waren, spätestens dann hat man bemerkt, dass es nicht so ist und wow, dieser Steinblock ist gefährlich. Der wollte mir seine Stacheln reindrücken. Wo genau rein? Ja, muss ich glaube ich nicht erläutern. So. So, okay. Nein! Bitte sag mir, dass wir das im letzten Versuch jetzt hinbekommen. Woo! Schaff einfach den Level jetzt. Junge, Junge, Junge. Das Video endet hier. Keine Ahnung, was gerade mit dem Spiel los ist. Ich brauche erstmal auch eine Pause. Bis zum nächsten Mal, Freunde, und ciao.